eingeschaltet habt. Ja, ich gucke gerade hier schon so rum, weil ich habe nämlich eine ganz tolle neue Entdeckung. Und ich muss gleich dazu sagen, ich habe das irgendwie durch Zufall entdeckt, beziehungsweise ich habe also auf einem Kanal, den ich vorher irgendwie auch nicht kannte, von einer lieben YouTuberin. Ich glaube, ihr Name ist Vickys Modeblog. Ich verlinke euch das jedenfalls mal unten in der Infobox. Bin ich zufällig drauf gestoßen und dann habe ich mir so irgendwie so ein Favoritenvideo oder irgendwas von ihr angesehen. Und dann hat sie dieses Produkt vorgestellt. Ich habe es gerade schon in der Hand. Und ja, und dann war sie total begeistert und ich dachte, ich muss es unbedingt auch haben. Und habe mir das dann vor 2, 3 Tagen habe ich es mir dann gekauft. Ich habe es jetzt erst natürlich zweimal getestet, aber ich muss sagen, ich finde es super und möchte wenigstens vorab schon mal so ein kurzes Video machen. Also ihr werdet ja dann sehen, so in 3, 4 Wochen oder so, wann irgendwann mal wieder so ein Favoritenvideo kommt oder so. Dann, oder ich mache vielleicht nochmal ein separates Video dazu, dann kann ich euch dann auch nochmal genauer halt einfach dazu berichten, wie ich es jetzt finde. Jetzt habe ich so viel drum gelabert und ihr wollt jetzt wissen, was es ist. Und es ist dieses Garnier, Moment, ich muss gucken, wie es heißt. Optischer Retuschierer in 5 Sekunden. Und ja, das ist diese Tube. Wie gesagt, das ist die Verpackung, falls ihr danach Ausschau halten wollt. Das ist diese Tube. Kosten sage ich euch gleich. Und zwar, Moment, es waren 11,95 €. Also es hat 12 € gekostet. Finde ich jetzt, ja, ich sag mal, eigentlich ganz, also es ist okay. Es ist zwar viel für so ein Drogerieprodukt, sage ich mal, aber das, was es kann, da sage ich mal, stimmt eigentlich schon Preis-Leistung. Bis jetzt jedenfalls. Also ich kann euch jetzt nicht sagen, wie es jetzt in ein paar Wochen aussieht, aber im Moment finde ich es wirklich gut. Und das, wovon sie geschwärmt hat, was wirklich so toll ist, muss ich sagen, ist bei mir jetzt auch toll. Und ich frage mich, ich habe ja, diesen Retuschierer, ich habe den noch nie in irgendeinem Video gesehen und von daher war ich also wirklich sehr, sehr überrascht, dass es so einen tollen Primer ja, in der Drogerie gibt. Und ich lese euch jetzt ganz kurz mal vor, was da so draufsteht. Und zwar, ich gucke mal, ob da vorne genau. Also retuschiert sichtbar Poren, Falten, Hautunebenheiten und Glanz und hinterlässt ein samtig weiches Hautgefühl. Und das sind ganz Mikroperlen reflektierende Partikelchen drin. Und ja, also und das Ganze eben in 5 Sekunden. Und sie hat eben auch gesagt, diese Vicky, dass sie diesen Primer oder halt dieses, ja, diese Creme eben unter ihr Make-up aufträgt. Und dadurch verschwinden eben so kleine Poren und auch das Make-up hält einfach den ganzen Tag und man kann es sehr gut auftragen, es kleidet über die Haut und so weiter und so fort. Und dann dachte ich, das muss ich natürlich auch haben, ne? Und ja, dann habe ich das mir halt gekauft und habe das dann erst so, ich bin ja immer ein bisschen skeptisch und ich muss auch sagen, ich habe gar keinen Primer fürs Gesicht. Ich habe mal von Galar, dieser Meteoritenperlen, da diesen Primer gehabt, den man sich auftragen kann, da habe ich auch immer noch die Hälfte davon und ab und zu trage ich den eben auf, aber eben auch nicht immer. Und ich finde, dass der jetzt auch nicht so die riesen Mega-Wirkung hat. Also von daher, ja, war ich eben auch ein bisschen skeptisch, ob man sowas überhaupt braucht. Und ja, dann habe ich es eben ausprobiert und ich rutsche jetzt mal ein Stück zur Seite, weil ich habe euch ein paar Bilder gedreht und werde ich euch jetzt einblenden, dass ihr einfach mal schauen könnt, wie so ein bisschen der Unterschied ist. Also ich muss sagen, es steht auch drauf, man sollte dieses Produkt vorher so ein bisschen schütteln. Das habe ich dann auch getan. Und ja, und dann nimmt ihr wirklich sehr, 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 sehr wenig. Also die Menge, die ich hatte, die hätte mit Sicherheit auch für beide Seiten gereicht. Aber ich habe euch das ja, jetzt so gedreht, dass ich eben eine Seite mit Primer aufgetragen habe, nämlich auf der rechten und auf der linken Seite ohne Primer. Und dass ihr einfach mal sehen könnt, wie eventuell das Make-up aussieht. Also ich muss sagen, dass ich auf jeden Fall einen Unterschied sehe im Spiegel. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie das in der Kamera dann nachher rüberkommt. Im Display war es so, dass ich es auch gesehen habe, dass einfach auf dieser Seite eben noch ja, die Poren einfach sichtbar waren. Ich habe euch das auch so gedreht, dass ihr zuerst seht, wie, ja, wie praktisch die Foundation aussieht, ohne vorher abgepudert zu haben. Einfach nur der Primer und die Foundation und dann eben nochmal im abgepuderten Zustand, weil ihr wisst, so ein Puder tut ja auch nochmal die Haut ebnen und ja, lässt so Poren und so ein bisschen auch verschwinden. Und ja, also wenn ich habe jetzt den Spiegel hier vor mir, wenn ich mich jetzt so auch ansehe, auch aus der Entfernung, muss ich wirklich sagen, sehe ich eindeutig, dass diese Seite so ein bisschen ebenmäßiger aussieht. Und ich habe den Primer natürlich auch jetzt hier nur in diesem Bereich aufgetragen, so ein bisschen an der Nase, auf den Wangen, einfach da, wo ich eben auch so ein bisschen vergrößerte Poren habe.
und den Primer eben brauche. Ihr wisst, ich schminke meine Stirn ja nicht, deswegen, also da kommt keine Foundation drauf. Deswegen habe ich jetzt oben da nichts drauf gemacht. Hier steht aber auch drauf, dass man das auf jeden Fall übers ganze Gesicht geben kann oder auch sollte. Und dann hat man eben den ganzen Tag, ohne dass man Foundation aufträgt, eben so einen leicht matten, satinierten Look, der nicht so schnell nachfettet und eben auch so die Poren sind eben auch verschwunden. Also es ist jetzt nicht direkt ein Primer, eine richtige Foundation-Unterlage. Man kann es dafür benutzen, man kann es aber auch solo tragen. Also wenn ihr eine ganz, ganz tolle Haut habt und sowieso vielleicht im Sommer gar kein Make-up tragen wollt, dann könnt ihr wirklich diesen Retuschierer auftragen und ja, die Haut sieht ein kleines bisschen ebenmäßiger aus, ohne irgendwelche Farbe dazu zu geben, weil er ja einfach durchsichtig ist. Und ja, also ich bin wirklich überrascht. Also ich bin auch an diesem Produkt irgendwie immer vorbeigegangen. Ja, wie gesagt, er kostet 11,95 €. Es kann sein, dass es im DM oder so ein bisschen günstiger ist. Manchmal tun da ja auch die Preise so ein bisschen variieren. Von daher würde ich einfach mal euch vorschlagen, dass wenn ihr ein DM in der Nähe habt, dass ihr guckt. Wie gesagt, ich habe meinen im Rossmann gekauft, weil bei uns da, wo ich halt den gekauft habe, da gibt es kein DM in der Nähe. Deswegen musste ich eben in den Rossmann und habe dann das Produkt gesehen, habe mich erinnert und habe gedacht, ja, das muss ich jetzt mal mitnehmen und einfach mal ausprobieren. Ich werde es jetzt auf jeden Fall in den nächsten kommenden Wochen werde ich es auf jeden Fall testen und ja, da wird auf jeden Fall noch mal so ein kleines Fazitvideo oder so kommen und ich überlege gerade, ob ich noch irgendwie was sagen kann. Also ich habe es, wie gesagt, jetzt zweimal aufgetragen, deswegen kann ich noch gar nicht so viel dazu sagen, aber ich bin begeistert. Würde mich interessieren, ob das jemand schon da draußen hat, ob ihr das kennt und ja, ob ihr auch zufrieden seid oder ob ihr es blöd findet oder so oder ob ihr allgemein noch irgendwelche Tipps zu diesem Produkt habt. Also ich glaube nicht, dass ihr das kennt, weil ich kannte es vorher auch nicht. Ich habe es in keinen YouTube-Videos gesehen, keine Favoriten, keine Hautpflege, Primer, bla bla bla, Videos. Also es geht irgendwie total unter, glaube ich, in YouTube oder auf YouTube. Und deswegen dachte ich, ich mache einfach mal ein Video dazu. Genau, das war's. Jetzt bin ich fertig. Jetzt habe ich wieder so viel geredet. Okay, ansonsten natürlich wie immer eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und natürlich bleibt gesund. Habe ich vergessen. Ne? Tschüss.